Da sind wir wieder bei Let's Play Final Fantasy 8. Dummerweise habe ich jetzt bemerkt, beim Anschauen der Videos, dass ich, wenn ich die dann hinterher im Movie Maker ins andere Format umspeichere, dass ich zwischendurch zwei Parts hatte, die über 15 Minuten gehen. Der eine nur knapp und der andere ist sogar knapp über 20. Da werde ich wohl bei den einen kürzen müssen und bei den anderen mittendrin Cut machen müssen, einen unangekündigten. Werdet ihr aber, wenn ihr das hier jetzt seht und hört, schon gemerkt haben, dass ich da was geändert habe in den Videos, beziehungsweise geschnitten oder einen Cut reingehauen. Ich spiele jetzt hier einfach mal weiter. Ja. Tü-tü-tü-tü. Hab auch sicherheitshalber jetzt Stoppuhr gemacht. Mission erfüllt. Wohl ein Grund zum Feiern. Die Anwärter sind alle wohlbehalten zurück, oder? Auf die Idee, dass die Gabardianer es auf die Antenne abgesehen haben, ist niemand gekommen. Ja, und warum sind wir da jetzt hochmarschiert? Ja, weil wir es wahrscheinlich nicht gemerkt haben, wa? Aus Stolid ist gerade eine Meldung eingegangen. Die Gabardianer haben sich unter der Bedingung, dass die Antenne sendebereit bleibt, zurückgezogen. Aha. Ja. Wie auch immer, die Gabardianer haben sich also zurückgezogen. Wenn sie mehr Tumult gemacht hätten, wären wir mehr zum Einsatz gekommen und hätten mehr Coda herausgeschlagen. Ja, du bist so geldgeil, Schuh. Ja, dann renne ich mal ganz einfach hier hoch, weil ich keinen Bock habe, da der Diskussion weiterhin zu folgen. Ich will ja in der Story einfach vorankommen, schnell, schnell, schnell. Tü-tü-tü-tü. Hast du gehört, die Sache mit der Antenne in Dolid? Hätten wir nicht den Rückzugsbefehl erhalten, wären uns die Leute von Dolid jetzt ewig dankbar. Du hast doch an gar nichts gedacht, du wolltest dich nur austoben. Christus? Solche Unterstellungen sind nicht sehr motivierend für einen Schüler. Ist vielleicht unverständlich für einen unqualifizierten Ausbilder. Cypher sei bloß nicht so eingebildet. Unter deinem Kommando hat der B-Trupp seinen Posten verlassen. Ist es nicht die Aufgabe eines Kommandanten, gemäß der Situation zu handeln? Kommandant, dass ich nicht lache, du ewiger Seed-Anwärter! Oh, das hat den Cypher jetzt verletzt. Shu kann so ein Ekel sein. Fragt man sich jetzt, ob der zuckt, weil er flennt oder weil er lacht? Ich will mal das zweite, das erste würde gar nicht zu ihm passen. So, verzieh ich doch mal, Blondie. Cypher, Sie werden wegen dieser Sache eine Strafe erhalten. Dies ist unumgänglich, um die Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich persönlich kann Ihre Beweggründe verstehen. Ja, kannst du? Ich möchte nicht, dass Sie zu simplen Söldnern werden. Zu Söldnern, die blind Befehlen gehorchen, sollen Sie nicht werden. Denke ich zumindest. Direktor Sid, Sie sollten langsam zurück. Nun, wie soll ich sagen? Ja. Lass uns hier mal einfach so stehen. Nach dieser Aussage hätte ja normalerweise was kommen sollen, aber in seinem Fall wohl nicht. Yay. Er ist ja der Direktor, er kann sich solche Ungereimheiten erlauben. Ja, eine Durchsage. Die Teilnehmer der praktischen Prüfung bitte umgehend vor dem Klassenzimmer im zweiten Stock sammeln. Ich wiederhole, die Teilnehmer der praktischen Prüfung bitte umgehend vor dem Klassenzimmer im zweiten Stock sammeln. Ja, dann gehen wir nochmal zum Klassenzimmer im zweiten Stock. Aufzug. Ja. Bei meiner Originalversion auf der PlayStation war es so schön, da war nämlich ja die dritte CD etwas zerkratzt und jedes Mal, wenn ich dann da mit dem Fahrstuhl gefahren bin, hat das bestimmt annähernd 5 Minuten gedauert, bis der Blackscreen weg war und ich endlich mal weiterlaufen konnte. Da habe ich dann jedes Mal Angst gehabt, mit dem Aufzug zu fahren. Wut. Ja.
Fuyin sagt, wenn Cypher nicht zum Seed wird, das ist deine Schuld. Fuyin ist mal unberechenbar, wenn sie mal wütend wird. Ja, ist klar. Hey, hey, wir sollen einzeln aufgerufen werden. Lieber Gott im Himmel, schenk mir einen Pimmel, ich hab schon lauter Piep, das ist zum Kotzen. Ja. Wer das Piep jetzt ersetzen will, der muss einfach wissen, was sich auf Kotzen reimt. Und sich im Kontext mit Pimmel ergänzt. Ja, renne. Ene, mene, Motze, Finger in der Fahrradkette, ja. Wut, ja. Ene, mene, Miste, ich Finger nicht, ich feste oder was? Wut, ja, sie ist so wütend. Die hat sich wohl Lebertran morgens in ihren Ursaft gekippt. Xeldenst. Erstmal oben das Kästchen weghauen. Bis dann, Leute. Ne. Nova vom Betrop hier rüber. Du Affengesicht, ey. Versteck deinen Kopf mal schön unter deinen komischen Zitronenhut. Das waren alle, die heute bestanden haben. Wegtreten. Oh mein Gott. Schnips. Und so schön synchron. Bim, bim, bitte, bim. Oh mein Gott. Das sieht gerade aus, als wäre Direktor Sitten Zwerg. Ah, geil. Ah, Direktor Zwerg. Ah, dabei sitzt er, oder? Ja. Das sieht gerade voll witzig aus, oh, sorry. Das sind die vier, die die Seed-Prüfung bestanden haben. Ey, komm, steh auf, los. Zunächst mal Gratulation, von nun an werden sie als Seeds Einsätze in der ganzen Welt wahrnehmen. Seed ist der Codename für die Söldner des Balam Garden. Die Seeds sind Kampfspezialisten. Aber das ist nur die vordere Seite der Medaille. Wenn die Zeit reif ist, dann kriegen sie wieder die Hälfte an Informationen. Herr Direktor, wir müssen gleich zu einer Besprechung, fassen Sie sich bitte kurz. Die Seeds sind ein wertvolles Produkt dieses Gardens. Ob der Warenwert steigt oder fällt, liegt in euren Händen. Nehmt euch das zu Herzen und erfüllt die Aufträge. Das wollten Sie doch damit sagen, Herr Direktor. Unterbrech mich nicht ständig, du Pisser. Die Seed-Zeugnisse werden nun feierlich überreicht. Wisper, Wisper, ich freue mich aufs Schulfest. Yay, wo hat er das nur gewusst? Wisper, Wisper, Zurückhaltung ist auch eine Tugend. Yay, ich kann in die Zukunft sehen. Wisper, Wisper, ein bisschen Ruhe schadet nie. Woohoo! Wisper, Wisper, Sie sind der erste Seed mit einer Gunblade. Ja, ich bin so gut. Ich weiß den Text auswendig. Hiermit ist die Zeremonie beendet. Wegtreten. Wow, das war ja sowas von feierlich. Komm, gib mir den Kampfzähler, gib mir den Kampfzähler. Ach ja, Nova, ich gebe Ihnen das hier. Das ist ein Kampfzähler. Gehen Sie im Menü ins Tutorial, dort können Sie sich die Kampfstatistiken angucken. Vielleicht wird es ihnen von Nutzen sein. Kampfzähler halten. Yay! Wusch! Ah, der Vogel hier ist der Nieder, der später den Garten steuert. Selfie und Cell trällern hier wie die Bekloppten hin und her. Und ich werde mir meinen Applaus abholen. Los, Cypher. Komm, du willst doch auch. Los, zeig mir, dass du dich freust. Klatsch in die Hände. Los. Yay. Vor allen Dingen auf die Art und Weise, wie er klatscht, dieser Ton, der würde gar nicht entstehen beim Klatschen, wenn man Lederhandschuhe wie er haben würde. Sprachfehler, ja, man sollte denken, bevor man redet.
Ja, deswegen passe ich so gut zu Final Fantasy 8, weißt du, und auch zu, generell zu Final Fantasy, weil ich selbst auch so viele Sprachfehler habe. Ja, okay. Gucken wir uns doch mal das Siegzeugnis an. Agilität 40 Punkte, Urteilsvermögen 50, Angriffsstärke 30, Seele 50, Minuspunkte 80, Bonus 100. Oh Gott. 30 Angriffsstärke, ey Leute, ne, das ist doch nicht euer Ernst. Urteilsvermögen müsste noch niedriger sein, weil ich von der Klippe gesprungen bin. Agilität, ja, ist klar, ist so niedrig, weil ich gegen den Vogel da gekämpft habe. Seele, ja, was das jetzt Auswirkungen hat, weiß ich nicht. Minuspunkte habe ich gekriegt, weil ich nicht sofort zum Strand zurückgerannt bin, nicht geflohen bin, aber ich krieg Bonuspunkte, weil ich den Typen besiegt habe. Seed Level 7. Ist das Höchste, was ich bisher bekommen habe. Als Seed bekommen Sie regelmäßig ein Soul. Der Betrag richtet sich nach Ihrem Seed-Level. Der Seed-Level kann je nach Ihrer Handlungsweise im Kampf steigen. Er kann auch nach Ihrer Handlungsweise fallen. Ja, das weiß ich. Ah, gefunden! Ach, du scheiß Stalker. Hey, guck mal! Seed-Uniform. Ja, freu dich. Dann ziehen wir uns mal die Seed-Uniform an, auch wenn sie massiv scheiße aussieht. So. Dann gehen wir mal zur Selfie. Und bevor wir sie anquatschen und zur Party gehen, machen wir an dieser Stelle einen Cut. Wir sehen uns bei der Party. Seed-Abschluss. Ciao.